Hallo und herzlich willkommen bei meiner Budget Launch. Ich dachte, ich zeige mich auch mal, denn ich finde es irgendwie echt nett, aber ich habe das bisschen was gebastelt, das wackelt ein bisschen. Ja, ihr steht jetzt auf einem Buch und einer Handtasche und ich hebe euch auch ein bisschen. Naja, also bin ein bisschen aufgeregt und ich bin verstopft, also entschuldigt meine Stimme. Ja, von der Klimaanlage vom Flugzeug, wir waren ja im Urlaub, ich habe ja nicht genau gesagt, wann wir gehen, weil ich ja als Impressum meine Adresse hinterlegen muss und man weiß ja nie, so öffentlich im Internet und ich mache ja Budget-Videos, da war mir das nicht so wohl, dass ich genau sage, wann wir in Urlaub gehen. Wir sind aber jetzt wieder da und ich dachte, ich melde mich jetzt kurz mal persönlich bei euch, bei dir. Ja, und ich habe als kleine Überraschung ein Video von meiner Tochter. Sie wollte auch unbedingt so einen Sparspielbinder haben und sie war sich absolut unsicher, was sie genau sagen soll. Und am Anfang versteht man es auch ziemlich schlecht, weil sie so leise redet, aber es ist einfach so süß. Und ich dachte, ja, mittlerweile sind sogar schon zwei Videos, ja, dass ich die jetzt einfach euch hinten dran schneide, dass ihr die mal anschauen könnt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das euch gefällt. Und Wochenabschlüsse, dazu bin ich leider gar nicht mehr gekommen. Also bevor wir in Urlaub gehen, ja, gibt es jetzt wahrscheinlich halt dann nur den Monatsabschluss. Ich zeige euch einfach in einem Video alle meine Ausgaben, die ich hatte. Und ja, genau. Das kommt dann aber noch, wenn es mir wieder besser geht, weil es macht keinen Sinn, so ein Video zu drehen. Und es ist jetzt auch noch nicht die Woche rum. Also ich habe ja noch Zeit. Genau. Okay, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und jetzt sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Denn meine Sparspielvideos, die kommen dann auch noch. Das werdet ihr sehen am Mittwoch. Aber bis das Video online kommt, habt ihr die bestimmt schon gesehen. Viel Spaß auf jeden Fall. Und meine Tochter, die heißt Celine, sie ist 11 Jahre alt. Ja, aber sie ist in der Hauptschule. Also sie kommt jetzt in die Hauptschule. Sie hat ja ein bisschen Probleme mit dem Sehen. Und deswegen fand ich das ganz, ganz toll, dass sie das sich getraut hat, das zu machen. Ja, genau. Sie geht ja auf eine Förderschule. Also seid bitte lieb. Aber ihr seid ja lieb, das weiß ich. Bis dann. Ciao. Hallo, ja, lass willkommen zum ersten Video. Hier habe ich meine anderen Sparspiele. Nehme ich einfach das. Einspar, okay. Wo drin sind die Stifte? Stimmt noch nicht, aber das ist für mich irgendwie nicht. Ich bin so nervös, ich komme gar nicht klar. Ich wüsste. So, hast du vorne angefangen? Oder wo hast du angefangen? Ich wollte eigentlich. Bei 50 Cent hast du angefangen. Okay, dann schreibst du das Datum hin. Wir haben heute die 3.8. Den dritten? Die 3.8. haben wir, ja. 3.8. Punkt. Wir schreiben mal 8, genau. So. Aber man schreibt immer einen Punkt dazwischen, Schatzi. Punkt. 3.8. Punkt. Punkt. Ja, 8 und Punkt. Dann machst du plus 50. Also dann schreibst du praktisch 0,5. 0,5. 0. Genau, und das sind dann 0,50. 0,50. Genau. Süß.
Ja, leg's einfach hin oder kannst du ja hier hinstellen. Oh. Okay. Dann mach ich das. Ich habe auch schöne Farbe rausgesucht. Gut. Stifte habe ich ja genug. Dann mache ich. Mach es da rein, oder? Genau. Und wurde ja, zusammengegangen. Ja. Gehen wir ein bisschen schwer rein. Und dann schmeißt du 50 Cent in so einen Umschlag. Genau. Und was willst du noch machen? Das. Das da. Mit welchen benutzt? Da gibt es hier. Dann bist du machst es auf, wahrscheinlich. Ja. Und dann suchst du dir eine raus. Und dann kannst du hier mit der Rubbelhilfe das aufrubbeln. Ich nehme die kleine Maus. Du kannst das so machen. So, der lange Weg. So. Ne, der lange Weg. Einfach schiebe, genau. Geht besser. Du musst gar nicht abdrücken, sonst geht das Sticker weg. 2 Euro. Oh. Das ist bestimmt gleich die teuerste Musterwäsche, die es gibt. Aber das ist nicht so schlimm. Hier sind die 2 Euro. Und dann dreht man es um. Genau, und das schreibt man da hinten hin. Ein Stift. Jetzt ist wieder der dritte Punkt. Achte. Genau. Plus. Man muss echt, ja, ist echt klar, 2 Euro. 2 Euro, Komma 3, muss schon. Komma. Haben. Was? Ja? 0,0. Euro, oder? Ja, wenn du möchtest, kannst du schreiben. Das sind 2,00 Euro. Summe. Und das nochmal. Ja, genau, Summe. 2. Du musst erst zusammenrechnen, wenn es mehr wird. 0,0. Gut. Da kann ich das nochmal machen. Nee, eigentlich sollte man es nicht. Du kannst es ja zweimal machen, ja? Ja, das macht eigentlich Spaß. Aber das lasse ich lesen. Mach mal schon mal da rein. Ja, mach schon mal rein, weil du schon aufgeschrieben hast, sonst kommst du durcheinander. Okay, wo ist das Ding? Die Hilfe nochmal. Warte. Du musst gar nicht so arg drücken. Ich nehme das Eichhörnchen noch. Oh. Das sieht noch in Ordnung aus. Guck mal, ich habe dafür einen Staubsauger. Cool, ja? Ich weiß, den habe ich ganz vergessen. 1,5 Euro. Nochmal das gleiche. Eins Komma fünf null Euro. Und das sind dann, wenn du 2 Euro und dann nimmst du 1,5. Dann sind es 3,50 Euro. Genau, ne? Richtig. Also muss ich jetzt 3,5 Euro. Gut? Ja, genau. Dann muss ich noch den 5er und den 1er rein benutzen. Genau, richtig. Und danach lasse ich es mal und mache was anderes. Ich mache mich jetzt so, dass es sich nicht klappt. Was benutze ich jetzt noch? Ich würde eigentlich das mit dem Spalten, aber habe ich noch nicht die Beträge eingeschrieben. Dann mache ich das mit der Rose doch, mit der Blume. Gute Idee? Mhm, ja, gute Idee. Welche? Das sieht man so nicht.
Welches genau. Blatt ziehe ich jetzt? Ich ziehe das hier. Okay, da habe ich noch ein Blatt und ich habe... Oh, ich muss noch mehr reinsparen. Guck mal die Blätter an. Da sind 4 drin, aber ich habe 5 reingemacht. Also fehlen da noch ein paar Euro. Ja, wie viel sind das dann insgesamt? 8 und jetzt insgesamt... Also das hätte ich praktisch gemacht. Also das ist ja dann fertig. So. Ja, also das wäre dann fertig. Und das? Dann würden mir aber noch 4 fehlen. Und? 2 mal 4. Was ist 4 plus 4? 8. Genau. Also dann, wenn es 8 sind, dann bräuchte man noch ein 5er und dann noch 3. Genau. Dann sind es 8. Und dann hätten wir es richtig. Genau, wie viel muss ich dann da reinlegen? Insgesamt sind es dann? Das wären 10. Also dann eigentlich 13. Richtig. Und guck mal, dass du die kleinen, die Brusche da rein, kannst du es auch tauschen in kleinen und 10er. Mhm. Dann muss ich kannst du einfach liegen lassen. Also tue ich das dann da rein. Machst du das da rein, genau. Aber und der Betrag. Eben, ja, das muss ich aufschreiben. Das Kleingeld noch. Ich habe ja 4. Ich hatte ja 3 Blätter, also müsste ich. Wann war das? Wann ich das? Schreibe ich jetzt einfach ja, das Schreiben. Ja, schreibe einfach von heute 3.8. Bis 13. 3.8. Ganz schön teuer. 8. Und. Das waren jetzt 10, 12, 13. Also eigentlich, ich mache mir mal 10. Ne, 13 noch rein, Schatz. 13, ja doch, ja. 13. 13,00. Keine Speise. Noch 13,00. Ja, super. Okay, die Blume, die ist auch noch drin. Ich hab's da rein. Sind die Blütenblätter auch drin? Was sind die? Die mache ich wieder rein. Okay. Und dann mache ich noch den Betrag rein. Gut. Mhm. Das habe ich ja selbst gemacht. Mhm. Und ich glaube, ich benutze das erste, wie ich ja gemacht habe. Hängt was. Ah, es ist eingeklemmt. Ich habe. Naja, passiert halt. Da muss ich aufpassen, wenn das so macht. Mhm. Oh, dafür brauche ich eine Farbe. Da benutze ich habe eine. Entweder nehme ich die oder ich habe auch immer. Hey, wo habe ich sie? Da. Ich benutze schon die. Okay. Okay. Das ist also ein Marker. Für jedes Anmalen 50 Cent. Da müsste ich jetzt so 1 Cent reinsparen, ein 50er. Aber ich möchte noch einmal malen. Also muss ich dann noch mal bezahlen und dann wären es ja 10. Ich brauche so einen Blumen. Ist auch schön. Ich möchte mit dem Blauen noch mal malen. Dann male ich, dann sind es eigentlich ja genug. So, gell. Ich male hier neben dem Rosa. Das gut passt. Gut, dann
müssten es ja 50 sein. Aber weil es ja 50 plus 50 ein Euro ist, kann ich auch an 1 Euro verwenden. Richtig, ja. Genau. Aber ich verwende mal lieber sowas, falls wir noch beim anderen so Sachen benutzen, dann noch den 1 Euro brauchen. Ist doch klug, oder? Ja, das ist eine kluge Idee. Da ist der Betrag. Der ist ein bisschen... Ist das richtig? Ja, so. Du musst einfach eine Zeile schreiben. Die dritte Achte hin. Punkt 8. Dann mache ich hier drüben, waren es ja ungefähr, sind es jetzt 1,50 Euro. Richtig, ja. Manchmal mache ich Cent, wenn es genug Platz noch hat. Und insgesamt sind es dann? Von. Ich habe schon ein paar Mal anders gespart und das habe ich da noch drin. Kannst du mal zählen und vielleicht kannst du es sogar tauschen, wenn es genug ist. 1, 20, das sind 40. 5, das wären jetzt schon mal 3 Euro. 1 Euro. Nochmal 1 Euro. 5 Cent. Das wären jetzt 3. Das wären jetzt 3, 4, 5. Ja, das sind 5. Ja. Also könnte man das eigentlich jetzt tauschen? Ja. Das wären 5 Euro. Schein, genau. Schein. Dann habe ich ja wieder 1 Euro. Ich habe kein Geld, jawohl. Und das hier könntest du sogar nur tauschen in? Stimmt, das sind in 50. Genau. Dann habe ich wieder noch ein... 1,50 Cent muss ich behalten. Stimmt, 1,50 Cent. Genau. Den habe ich... Gut. Wie viel sind es denn insgesamt? 5,50 Euro. Genau, dann kannst du es ja da daneben schreiben. Insgesamt sind es 5 Euro 50. Perfekt. Gut. Und dann könnte man das jetzt da... Dann mache ich das jetzt rein. Was benutze ich noch? Ich kann auch etwas benutzen, wo ich selber gemacht habe. Ja, kannst du selber was gemacht. Ja, du kannst es auch benutzen, was du selber gemacht hast. Okay. Das habe ich selbst gemacht. Ich finde es irgendwie voll süß, wie ich das gemacht habe. Echt wirklich süß. Da ist sogar noch ein Geld drin. Ja, das ist schon ein Euro. Für jedes einmal ein 1 Euro. Oh, da habe ich schon teurer gemacht. Ja, das ist teuer, ja. Dann schaue ich mal. Ich möchte so ein Orange oder Rot benutzen oder ein Rosa. Das ist zu laut. Aber ich habe auch rote Stifte, das weiß ich, gell? Ja, da. Stimmt. Ich habe rote Stifte da. So kleine zwar nur, aber das reicht zum Anmalen. Ich benutze dann lieber einen roten Stift, weil es irgendwie zu einer Zuckerstange passt. Aber ich glaube, das mache ich nur ein. Ich
glaube aber, das mache ich nur einmal, weil es so teuer ist, dass ich das, glaube ich, nicht so oft machen würde. Aber es hat richtig Spaß. Eigentlich macht es ja richtig Spaß, so etwas zu machen. Mhm. Dann habe ich hier noch 1 Euro. Aber jetzt weiß ich, warum ich da noch 1 Euro drin hatte. Eigentlich kann man das jetzt zu 2 Euro wechseln. Mhm. Stimmt, ja. Kann man, ja. Weil dann könnte ich das jetzt zum Beispiel zu 2 Euro wechseln. Und das könnte ich jetzt auch ausschreiben. Was habe ich da aufgeschrieben? Ah, das war am 10.3. Das ist schon ewig, ja. Wo ich das gemacht habe. Okay. Dann das nächste, das war am 3.8. Warum habe ich da ein Plus hingemacht? Ja, plus 1 und dann hast du halt nicht hingeschrieben, dass es dann insgesamt 1 Euro ist. Das hat mich jetzt gerade... Ja, das stimmt schon. Irgendwie komisch, jetzt sind es... Ja, jetzt ist schon plus 1. Wieder plus 1 Euro. Aber 2 Euro. Oh. Dann habe ich noch gleichzeitig insgesamt 2 Euro. Genau. Fällt nur da oben, dass du da 1 Euro hinschreibst, glaube ich. Weil das war ja am Anfang. Insgesamt 1 ja. Euro. Genau. Dass es richtig ist. Oh ja. Aber die selbstgemachten Sachen waren auch irgendwie lustig. Süß, ja. Schön gemacht. Mhm. Ich habe es richtig gut gemacht. Aber dann möchte ich noch eine Sache machen, wo ich auch selbst gemacht habe. Ja. Aber ich noch eine Sache, wo ich selbst gemacht habe. Das ist hier. Das ist mit einem Schneemann. Das war, glaube ich, eine Wintersache. Habe ich meine Winter gemacht. Aber ist auch süß. Für jedes Ding 20. Und ich habe dann noch altes Geld und den Betrag. Das war am 10.3. 50 sind drin. Weil es da steht 50 plus. Dann gucke ich mal. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber das sind noch... Da fehlt aber noch die 50. Ist auch egal, dann. Und dann nochmal 10. Okay, dann schauen wir mal. Für jedes Ding 20. Oh. Da sind doch die Stifte. Ich glaube, da mache ich wirklich mehr. Darf ich es drücken? Das wären jetzt schon mal 20. Ich lege es schon mal raus. 20. Schon mal 20. Der Ort ist sehr, sehr groß.
für ein Hut ist irgendwie schon sehr viel für ein Hut, Mann. Aber es geht. Dann noch mal ein 20er. Und weil es so Spaß macht, male ich noch einmal an. Und zwar die Augen. Ein 20er und noch ein 20er. Zwei 20er nochmal. Danach höre ich lieber mal auf. Und mir ist irgendetwas runtergefallen. Hallo Betrag. Ich habe sehr viel angemalt. Gut. Ich habe sehr viel angemalt. Okay, wir schauen mal. Das sind jetzt schon mal. Das sind jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind schon mal 8. 9. Das sind jetzt die alten. 9, 10. 11. 11. 1,10 €. Also dann können wir es schon mal zu einem Euro wechseln und dann 10. Ah! Habe ich hier ganz viele 20er. Gut, dann haben wir aber hier noch, dann sind hier noch 20. Noch zwei 1 Euro, die wir dann zu einem 20er machen. Und dann zwei 5er sind dann 10, oder? Mhm. Aber wir haben keine roten. Nee, die kannst du unter den Nebel legen, wenn du willst. Wir haben rote, aber die sind bei. Ich komm. Was ist mit dem Schockbild alles? Ich komm gleich. Das ist schon der Wand festgemacht. Ja. Ich habe rote Münzen, aber sie sind woanders gewesen. Das ist eins. Nee, leg die da rein. Und dann nehme ich ein 10 Cent Stück. Weil das sind ja 10 Cent. Mhm. Ganz vorsichtig, dass es nicht sehr wackelt. Wahrscheinlich gegen die Wand kommen. Mhm. Weil es sich da versticht. Wie viel hast du jetzt? Und jetzt haben wir. Das sind jetzt noch zwei 10, also könnte ich wieder ein 20er benutzen, dass es wieder 2 werden. Mhm. Und danach hätten wir eigentlich 1,40 Euro. Wie viel hast du schon ausgemalt? 1, 2, 3, 4. Für 80 Cent. Für 20 Cent. Und wie viel ausgemalt hast du denn? 80 Cent insgesamt. 4 mal 2 sind. 8. Mhm. Also sind 20 Cent mal 4 Felder 80 Cent. Warum hast du dann nur 50 gehabt? Ah, wegen dem alten Betrag. Okay. Dann musst du jetzt halt nur dazu schreiben, dass du 80 Cent dazu hast, aber das stimmt nicht. Das sind ja 1,30. Also hast du das falsche aufgeschrieben. Okay, das sind da 60 gewesen, oder? Mhm. Ich schreibe 60 Cent auf. Genau. Und jetzt zum 3.8. machst du wie viel rein? Zum 3.8. Machst du plus? 80 Cent, oder? 80 mhm. Cent, aber die 1 Euro müssen ja auch noch rein. Das gibt es dann. Pass auf. Wenn du hier, darf ich? Mhm. Das hier, hast 60 rein wahrscheinlich. Schätze ich mal, weil sonst wäre es jetzt nicht so. Und wenn du dann 80 Cent dazu machst, dann sind das 60 Cent plus 80 Cent sind? 1 Euro. 40, gell? 40. Ja, genau. Das ist falsch geschrieben, glaube ich. 40. Oh. 1,40 Euro. Also 1,40. Du kannst es rausradieren. Ja. Okay. 1,40
1,40 €. 1,40 €, genau. Prima. Schön. Dann kommen die. Nein, da rein. Und das kommt da rein. Guck mal, hast du alles geschafft, ha? Ich will eigentlich. Ach so, stimmt. Das ist nicht von dem Mini wahrscheinlich gemacht. Ja, aber da sind noch die Beträge drauf. Ja, aber das ist ja nicht schlimm, das kann man ja machen. Dann mache ich hier noch 1 €, 2 €. Da mache ich mal 50 Cent, ja. Cent und nicht Euro, sondern Cent. Und mal 20. Und dann mache ich noch 40. Nein, 4 € mache ich. Stimmt, das wird. Nein, es wäre besser, wenn ich 5 mache. Gut, also dann schauen wir mal. Ich bin ja jetzt ein bisschen hektisch gewesen. Dann schaue ich mal, was ich in einem Murmelsäckchen bekomme. Bin gespannt. Ich hab Rian. Also ich bin wirklich. Ich nehme die. Was ist das? Ist es die hier? Was hast du denn? Das ist grün, ja. Das sind die 50 Cent. Glück hat. Zum Glück. Aber ich hatte auch 1 € angenommen. Das billigste ist aber eigentlich aber das. 5 € ist ja richtig teuer, wow. Du ja. Kannst ja auch nochmal 50 Cent machen, ich finde 5 € zu teuer. Nee, ich lasse es so, okay? Okay. Dann nehme ich jetzt den 50 Cent. Und da brauchst du die richtige Farbe. Nee, Silly, ich habe das in. Mimi hat das so gemacht, dass die Farbe von Denny in der Firma passen. Du könntest das nehmen. Wo male ich es jetzt an? Das ist egal, das darfst du dir raussuchen. Nimmst du die Spitze und jetzt arg drücke, dass die Spitze nicht kaputt geht. Genau. Prima. Perfekt. Das Schwein ist grün. Das wird ganz bunt. Gut. Dann kannst du es mal aufschreiben. Ist kein Tracker dabei? Ah doch, der ist doch da. Ah, okay. Der Tracker ist schon, den habe ich schon rausgetan. Okay, Datum ist der 3.8. Ich weiß, weiß nicht, wie oft ich schon mein Datum geschrieben habe. Es sind 50 Cent, 0,50. Mhm. Es sind 0,50. Prima, klasse. Jetzt ist schon eine halbe Stunde. Ja. Perfekt. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Hi, willkommen zu einem neuen Video. Hi, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich die Blume machen. Blätter. Juhu! Ich habe ein 1 €.
Das sind ja schon mal das, was wir zum letzten Mal gemacht haben. Okay. Dann schreibe ich es mal auf. Ein Euro, 0,00. Nein, das ist doch das Datum. Ich habe aus, welchen haben wir heute? Das 7.8. Das 7.8. 8. und jetzt das. Das ist 1 Euro. 0,0. Dann sind es aber zusammen, sind es dann aber 14,00. Jetzt brauchen wir noch 1 Euro. Aber gut, das sind jetzt 4. Gut. Als nächstes machen wir das Schweinchen-Spiel. Dann schaue ich mal, was ich ziehe. Ich denke manchmal, dein Stuhl hat Rollen. Gut. Dann gucke ich mal, was für eine Murmel ich bekomme. Oh, 20 Cent. Aber guck, 20 Cent. Also wenn es nur passiert, dann ist es irgendwie unscheinbar zu hell. Das ist es. Dann schmale ich an. Nein, das war falsch. Nein. Das ist nicht richtig. Rosa. Aber ich brauche noch die 20 Cent. 20 Cent. Aber ich möchte noch einmal, also tue ich noch mal eine Perle ziehen, oder? Ziehe ich noch mal eine Perle? Ich bin gespannt. Ist doch lila, oder? Ist es blau oder lila? Lila. Nein! Das ist lila. Lila heißt 5. Ich bin nicht sicher, ob ich kann die anderen ja aus dem Säckchen rausholen und alle angucken. Dann sehe ich es ganz sicher. Lila heißt 5, also 5 Euro. Aber ich will nochmal 10 und ich weiß schon, das klappt nicht. Ich lasse es, glaube ich, lieber, oder? Komm, ich versuche mein Glück. Jetzt habe ich das günstigste gezogen. 20 Cent. Okay, das. Ich bin schockiert, aber gut, ich lasse es jetzt. Weil ich will noch weitermachen. Aber okay, dann
Jetzt habe ich zweimal gezogen. Einmal lila und einmal rosa. Also brauche ich nochmal rosa. Ich mache das einfach nebenan nochmal. Und einmal lila. Soll ich so eine helle Lila benutzen? Wie du möchtest, was du möchtest. Einfach die Farbe, so eine richtig gleiche Farbe, stimmt's? Ja, guck schon mal, wie sie aussieht. Wenn sie dir nicht gefällt, nimmst du eine andere Lila. Ich habe nur eine dunklere. Die hier? Das ist die hellere, ja, die ist fast grau. Oh. Kannst du ja die dunklere nehmen. Die muss ein bisschen mehr lila ist. Die hier? Ja, genau. Die mal fast so wie der Punkt. Gut, also. Dann mache ich das da hinten. Gut, dann war's das. Dann sind es 5,40 Euro. Ist der 7. 8. So, und es war 5 Euro und 40 Cent insgesamt Ergebnis sind es 5,90 Cent. Gut. Okay. Dann sind wir gleich fertig, Leute. Wir machen noch eine Sache. Und zwar ein kleines Tier. Und zwar das Sparspiel mit den tanzenden Tieren. Und danach sind wir fertig, Leute. Tut mir leid, aber heute ist meine Freundin da und die will heute kommen. Gut, aber vorher möchte ich noch so wie Zebra machen. Ich glaube, ich mache aber zuerst das Sparspiel. Oh gut, das war doch nur die Post. Zum Glück. Also dann können wir doch noch richtig gut weitermachen. Oh, stimmt. Gut. Haben wir hier 1 Euro. Oh, und dann mache ich noch ein Tier auf und danach mache ich noch den Panda auf. Gut, es sind jetzt 2 Euro noch dazu. Und dann rechnen wir noch kurz den Betrag. Gut. Der Betrag. Gut, es ist der 7. Gut, das ist der 7. 8. Und der Betrag ist 3 Euro. Doch, 3 Euro.
2,00 €. Insgesamt 3, 2. Wenn es insgesamt sind, sind 6 und dann 7, 8. 8. Okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und zwar tschüss.